So, und damit sind wir auch wieder hier bei Deluxe Ski Jump 4. Haben Sie das mal hiermit aufgehört und kommen jetzt zu Bischofshofen HS140. Jetzt könnten so erstmal wieder ein bisschen bessere Bedingungen sein. Jo, 1 Meter Aufwind, kann man zufrieden sein. Und wir beginnen mit Davide Brisadola. Kann er sich jetzt hier vielleicht die ersten Weltcup-Punkte holen? Ja, das sollte er mit dieser Weite machen können. Da. Bischofshofen ist nicht so meine Chance. Und da ist der nächste Italiener. Roberto Della Sega hat, glaube ich, auch noch keine Weltcup-Punkte. Und der ist auch gut. Der ist auch gut. Führung. Peter Priotsch. Jetzt, ich glaube, der hat auch noch keine Punkte. Und danach geht es dann los mit denen, die einen Punkt oder mehr haben. Und jetzt schafft er es auch in den zweiten Durchgang. Das sollte doch reichen. Ich finde, auf dieser Chance, wenn man in F1 springt, da kommt es einem so vor, als ob man den irgendwie so übelst von unten sieht. Beim Absprung geht's und hier irgendwie. Ja, und da sieht man gleich, wie gut die Sprünge eigentlich von denen waren. So, jetzt Jakavala. Aus Slowenien. Jakavala. Auch nicht so gut. Auch nicht so gut. Da fällt das sogar jetzt ganz weit zurück. Man muss hier, hier kommt tatsächlich alles auf den Absprung an den Bischofshofen. Jetzt Robert Kranz jetzt. Kommt das schon ein wenig besser durch als Jakavala, aber der war noch nicht perfekt. Da bleibt erst einmal Peter Preuß hier eine Führung. So, Vasari kommt sie vor. Jetzt vielleicht heute ein. Nee, da muss er selbst um die 125 Meter kämpfen. Nee, da wird er ganz klar. 125 Meter? 130 Meter. Da wird er hier ganz klar vermutlich ausscheiden werden. Ausscheiden. Nicht ausscheiden werden. Karel Nurmsalu, der springt auch zu früh ab. Jetzt muss er hier versuchen, irgendwie noch. Ja, gut. Dritter sogar. Erstaunlich, obwohl er ziemlich kurz war. Hat er anscheinend durch die Haltung viel gewonnen. Wolfgang Leutzel jetzt. Was jetzt hier denn? Absprung gut treffen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war nix. Dimitri Vasiljev. Wie schaut es denn hier in F2 aus? Ich glaube, ich werde jetzt hier durchrutschen mit dem. Nee, mache ich nicht. Jetzt bin ich hier ein bisschen zu aggressiv gewesen. Nee, 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 nee. Obwohl die Bedingungen eigentlich ziemlich gut sogar sind. Bedingungen sind sogar ziemlich gut, sind zwar ein bisschen leicht seitlich, aber sie sind eigentlich ziemlich gut. Simon Ammann ein bisschen zu früh abgesprungen, jetzt bleibt er jedoch vorn. Ganz so gut von der Haltung, da wird er ein bisschen zurückfallen. Also Peter Priocho hatte schon einen erstklassigen Flug. Jetzt Severin Freund. Der kann auch mehr im Gesamtweltcup. Der kann mehr. Da verliert er jetzt vielleicht sogar einen halben Meter. Aber da hat er vielleicht durch die Haltung ein paar Punkte gut gemacht. Zieht ihm jetzt nicht so viel ab. Ilja Rosliakov. Ist da zwar hier noch hoch dran, aber der hat da zu wenig Geschwindigkeit, um diese Höhe bis zum Schluss beizubehalten. Also Peter Priels bleibt hier der absolut Beste bisher. Anders Johnson jetzt. War ja in Lillehammer auf der großen nach dem ersten Durchgang so gut und dann ist er im zweiten Durchgang nicht mehr klargekommen. Jetzt Manuel Fettner. Kommt ja in Österreicher noch einmal hier vielleicht auf eine bessere Platzierung. Sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, es müsste Platz 3 oder Platz 2 sein. Platz 3. Ja, Platz 2 wäre ein bisschen zu viel gewesen. Kamil Stoch jetzt. Kommt nicht ganz so gut durch wie Manuel Fettner. Aber macht Speed. Achter Platz. Jetzt Richard Freitag. Komm. Einen Jutenflug. Oder Peter Priotsch bleibt wirklich ganz klein in der Führung hier. Guter Flug. Guter Flug.
hat er viele Punkte sich durch die Weite geholt. Jetzt Daiki Ito hat 2 Meter Aufwind. Jetzt muss er was draus machen. Jetzt muss er was draus machen. Trifft den Absprung einigermaßen. Jetzt muss er einfach was draus machen. Ja, Daiki Ito. Daiki Ito, 139 Meter. Da muss er jetzt was draus machen. Dann macht er es auch gleich. Anze Koivuranta ist immer ganz so gute Bedingungen wie Daiki Ito und da rutscht er jetzt auch durch. Es muss auch hier um die 130 Meter kämpfen. Nee, nee. Nee, nee. Also anders war er jetzt. Hat auch an die 2 Meter Aufwind. Jetzt komm, mach was draus. Mach was draus. Der sieht gut aus. 140. Ja, 140 Meter hier. Für ihn 144 Punkte, für ihn 0,3 Punkte vor Daiki Ito, das ist fast gar nichts. Jetzt Roman Kudelka. Auch der hat ziemlich gute Bedingungen, hat hier auch noch die Höhe. Na, 136 Meter sollten es, 136,5 sogar. Anders Jakobsen jetzt. Bisher immer im Mittelfeld gewesen, kann er sich jetzt davon ein bisschen absetzen. Ja, na, da wird er viel verlieren durch die Haltung. Da kam die Landung extrem spät. So, Gregor de Schwanden. Gregor de Schwanden. Auch der 135 Meter, da hat er einen richtigen. Nein! Nicht ganz. Da fehlt mir natürlich ein halber Punkt. Kommt noch Simon Ammann? Ah, okay, die sind ziemlich gleich auf jetzt. Die beiden Schweizer. Jetzt wieder Larinto. Nein, der rutscht auch durch. Na, die Finnen sind das, glaube ich, nicht hier in ihrem Element. In Bischofshofen. So, aber jetzt Jan Matura. Auch im guten Mittelfeld platziert gewesen. Was macht er jetzt raus? Bedingungen sind nicht ganz so gut und da fällt er auch vom Absprung direkt runter. Das war's jetzt für ihn. Mit den Hoffnungen auf den Einzug in den zweiten Durchgang. Das kann er jetzt damit nicht mehr schaffen. So, Matthias Pungerer da jetzt. Slowenien bis jetzt ziemlich gut. Bestätigt er das? Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Slowenien bisher, ja gut, bis auf Jakavala waren alle ziemlich gut. So, David Kubacki. Auch der hat hier noch. Hat hier noch Chancen auf den Gesamtweltcup, aber das wird jetzt weiß nicht so gut. Auch Georg Lienzauer hat es hier. Und hier jetzt vor heimischem Publikum kann er vielleicht einen richtig guten Flug raushauen. Bleibt hier erstmal vorn. Jetzt hat er hier die Geschwindigkeit. Der war schon mal gut. 135 Punkte. Das ist eine gute Position, um zu attackieren. Das sind hier nur knappe Rückstände auf die Top 10, Top 5. Da ist noch alles drin. Stefan Kraft. Auch der springt ziemlich gut. 132,9. Da ist er nicht ganz vorne dabei. Aber da kann noch was kommen. Alexei Romaschow. Einer der besten Russen hier. Hier ist er hoch und hier fällt er dann runter. Ja. Das war jetzt nix. Piotr Dziuba. Vielleicht sogar der beste. Peste? Der beste Pole zurzeit. Ich weiß nicht genau. Nein, da springt er schief raus. Aber dafür hat er. Nee, nee. Das wird nicht für den Finaleinzug reichen. Der beste Pole war das. Nein, Maczikot war noch ein bisschen besser. So, Lukas Lava. Lukas Lava, auch gut. 135,5 oder 136 sogar gut. Sehr gut. Maczikot jetzt. Der beste Pole. Kann er jetzt hier was zeigen? Kommt da ja ziemlich gut raus. Aber nein, das reicht nicht ganz. 134,5 Punkte. Da wird es ihm am Ende vielleicht noch ein bisschen was fehlen. So, Sebastian Coloredo, dass der so weit vorne ist. Hätte auch niemand erwartet. Doch, der sieht wieder gut aus. Er scheint seine Leistung hier zu bestätigen.
mit diesem schönen Flug. 138,6 Meter, da ist er wieder. Und die Italiener heute richtig stark vorhanden. Und noch einer kommt. So, jetzt erst einmal aber Andreas Wank. Zweitbeste Deutsche. Kriegt aber gute Haltung, damit sollte er den zweiten Durchgang eigentlich vielleicht sogar noch erreichen können. Und jetzt der derzeit beste Italiener, Andrea Morassi. Springt hier nicht wirklich gut ab. Jetzt muss er hier. Nein, das wird ihm nicht reichen, um hier ins Finale einzuziehen. Schade. Nuria Gigasai. Nach dieser starken Vorstellung von der kleinen Lillehammer-Schanze, können die das hier wiederholen? Daiki Ito war bereits gut. Nein, nein, nein. Nuria Gigasai kann hier das, was er in Lillehammer gezeigt hat, nicht wiederholen. Takutaki Uchi. Kann er den Gesamteindruck der Japaner wieder hochbringen? 135 Meter waren es. 135 Meter waren es. Denis Kornilov. Auch bester Russe, glaube ich, im Gesamtweltcup. Wird er hier auch ges. Boah, nein, bester Russe wird er hier nicht. In Bischofshofen, da wird er sogar nicht mehr im zweiten Durchgang sein. Russen auch hier sehr abgeschlagen. Jetzt kommen noch Lauri Asikainen, Jakub Janda, Michel Neumayutawazer, Tom Hulde, Tom Hulde, Tom Hulde, genau. Tom Hilde und Thomas Morgenstern. Also erstmal Lauri Asikainen. Dass der so weit vorne ist, hätte auch keiner gedacht. Durch seinen Gesamtsieg in Villach hatte diese Punkte gekriegt. Und auch hier ist er wieder vorne dabei. Jetzt dabei, Jakub Janda. Auch der ganz vorne dabei in Lillehammer HS 100. Das hat ihm auch Punkte gegeben. 80 Punkte hat er da gekriegt durch seinen zweiten Platz. Auch hier ist er hoch dran. Jetzt fällt er etwas runter. Das zweiter Durchgang wird es werden. Aber nicht ganz, um hier nochmal wieder vermutlich aufs Podest zu gehen. Michael Neumeier jetzt. Nein. Nein, jetzt muss er hier bangen, dass er den zweiten Durchgang erreicht. Und das wird er nicht. Das wird er leider nicht. Yuta Watase. Ein ja bester Japaner derzeit. Jetzt könnte er hier. Oh. Da kam er gut raus, hat jedoch hier an der Höhe verloren. Wenn es 135 Meter waren, dann kriegt er hier nochmal etwas mehr. 136,1 Punkte, das ist eine gute Punktzahl. So, Tom Hilde. Gleiche Punktzahl wie Yuta Watase hatte er. Also hier könnte es jetzt um ihn gegen Yuta Watase gehen. Und wenn er hier. Nein, damit wird er nicht den zweiten Durchgang erreichen. Und jetzt der absolut derzeit führende Thomas Morgenstern. Was macht er? Kommt er jetzt nach diesem gescheiterten Flug von Lillehammer hier in den zweiten Durchgang? Ja, vor heimischem Publikum schafft das. Da ist er sogar auf Platz 5. Hat er noch Chance auf dem Podest. Trotz schlechter Haltung. Und dann sehen wir uns wieder im zweiten Durchgang mit Anders Johnson beginnt's. Bis dahin. Tschüss.